So Leute, Karl hier mit den zwei Kaisermännern. 17-jähriger Bodybuilder, 22-jähriger Bodybuilder, beides Natural Bodybuilder, ja. Das heißt also, wir zeigen jetzt mal, was möglich ist und wir zeigen erstmal her, was die Boys haben. Denn zu was müssen wir uns Ernährungs- und Fitness-Tipps holen von den Boys, wenn die noch gar nicht mal gezeigt haben, was bei denen abgeht. Das heißt, wir zeigen jetzt mal, könnt ihr euch mal so Maße durchgeben. Sprich also, kannst du mal sagen, wie groß ihr seid, was ihr so wiegt, ja? Bam! Wie groß und was wiegst du? Aktuell 1,83 groß, wieg zwischen 86 und 87 Kilo. Jetzt nach der FIBO natürlich mehr. Ja, Mann, aber ist immer noch richtig am Start, sagt man so ein Serratus. Ja, bam, dreh mal um. Ihr seht auch, Lat ist richtig brutal, fängt hier richtig tief an, yeah. Bam, also Rücken mega, mega stark. Jetzt zeigen wir mal hier. Ja, Mann. Bam. Ja, 17 Jahre hier alt. Zeig mal die Chest. Ja, Mann. Bam. Rücken. Ja, Rücken ist auch ganz krass. Wobei, das ist jetzt beim... Das ist hier jetzt noch tiefer. Schau mal. Da seht ihr, dass... Da fängt es noch tiefer an, ja. Und ich würde sagen, der stelle ich mal so beide nebeneinander, ja, richtig, richtig krass. Ja, das hier ist so fast so eine heftigere V. Ja, das ist halt, boah, das ist richtig heftig, ja. Lass mal von vorne beide nebeneinander. Ja, Leute, ihr könnt ihr mal sagen, ja. Findet ihr hier diesen Look krasser, 17? Oder findet ihr diesen Look krasser, hier 22, jetzt nochmal die Legs, Boys. Die Legs, ja, sieht schon richtig krass aus hier. Ja, boah, bam! Es Legs, Mann. Legs. Ja, Mann, da kommen schon die Rips, Mann. Cuts, schau, Cuts hier seitlich. Und jetzt hier sehen wir hier so Pferdeschenkel. Ja, bam! Auch richtig gute Legs, also hier könnt ihr sehen. Ja, Mann, richtig, richtig gute Legs am Start. Bam, ja. Von hinten, ja, hier. Hamstrings kommen rein, ja. Richtig krass. Was habt ihr jetzt so vor, rein körpertechnisch? Was sind so die Ziele? Was soll sich bei dir beispielsweise noch tun? Was hast du da vor? Also bei mir auf jeden Fall noch ein bisschen mehr Beine, ja. Waden. Sehr schwer. Ja, ein bisschen Genetik natürlich, ne, mit drin. Aber muss größer. Und ja, ansonsten ein paar Kilo Muskelmasse drauf. Und dann ist alles okay. Und hier, was sind bei dir so also die Hauptziele, Mann? Ich bin ziemlich unzufrieden, wenn ich ehrlich bin. Das ist natürlich ein bisschen ganz gefahren an, aber auf jeden Fall die Schulter. Hat damals eine leichte Verletzung. Konnte jetzt nicht wirklich beanspruchen. Okay. Ganz klar. Beine auf jeden Fall und noch hier obere Brust auf jeden Fall mehr. Das ist mehr, ja, die wichtigste. Die ist schon richtig, richtig. Schaut mal an, ey. Die platzt schon fast. Das heißt, wir werden jetzt da auch, wenn ihr Bock drauf habt, regelmäßig Body-Updates posten, Leute. Und jetzt geht's in die Fragerunde. Ihr habt auf Instagram gepostet. Die Jungs heißen Unterstrich Kaisers. Und bei mir Karl S. Könnt ihr auf Instagram abchecken, was da abgeht. Da immer die Fragen stellen. Dann hauen wir da jetzt in nächster Zeit Update-Videos. Jetzt haben wir schon Training abgedreht, jetzt haben wir Posing abgedreht, als nächstes trotz ja. Fetten Cheat, ganz ja, rein. Mann, ja, Mann, ja, Mann. Und als nächstes wird dann hier jetzt eine Q&A-Runde abgedreht, dann bekommt ihr mal so einen leichten Eindruck von denen und dann können wir in Zukunft schauen, was wir da so alles machen. Ich will persönlich mit den beiden Boys hier am meisten auch bei mir am Rücken arbeiten und an den Beinen, das sind so meine Hauptbaustellen. Ja, also Brust, Arme, Schulter ist jetzt gut hochgekommen bei mir im letzten Jahr. Das stimmt eigentlich. Ja, ja. Also kann man schon sagen, dass es gut hochgekommen ist. Und jetzt natürlich nächsten Baustelle, Rücken und Beine krass angreifen. Die werde ich jetzt zweimal pro Woche jeweils bombardieren. Und das andere Zeug nur einmal. Schulter eventuell auch nochmal zweimal, aber das andere Zeug definitiv nur einmal. Arme vielleicht sogar fast gar nicht oder wenn dann nur indirekt. Und es war's. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder, Leute. Haut rein, schreibt die Kommentare. Bye.